Heute wird ein Hyänenbaby verzweifelt gesucht. Und die Totenkopfäffchen müssen einen Schatz rausrücken. Dies ist eine Geschichte aus dem Nashornstall. Sie handelt von den Nashörnern. Von Geparden. Und seit neuestem auch von einer kleinen schwarzen Katze. Und natürlich von Frank Meyer. Na? Päuschen? Ja, das ist der neue Beschützer des Nashornhauses. Frau Hoffmann. Emma Hoffmann. Im September geboren, im Sachsen-Anhaltinischen und vor 2,5 Wochen zu uns gekommen. Frau Hoffmann erwartet eine große Karriere im Stall der Dickhäuter. Wir brauchen einen Hauskatz, haben wir im alten Haus ja auch gehabt, mit Herrn Hoffmann. Bis er dann aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden musste. Wir haben sonst einfach eine Mäuseinvasion. Ne? Die Stallungen sind wie gemacht, um dass sich die Mäuse einnisten. Ne? Und da wird hier das Abschreibungspotenzial aufgebaut, damit uns der gemeine Schadnager nicht unsere Hütte unterm Hintern wegknabbert. Hm? Wird noch ein bisschen dauern. Eigentlich hat man ja einen 1,5 Jahre alten graugetigerten Kater bestellt. Der war aber kurz vor der Lieferung leider weggelaufen. Ja, da haben wir das kleine Spaßbündel. Und das ist in seinem neuen Revier ständig unterwegs. Hat im Stall das ein oder andere Geschäft zu verrichten. Die wird doch nicht etwa mitten in Dugos Stall? Bei Matadi, nix los. Draußen klirrende Kälte. Da geht doch kein Löwe vor die Tür. Das ist ein Fall für Jörg Gräser. So. Ja, noch ein bisschen Matadi beschäftigen, der langweilt sich auch den ganzen Tag. Oh, die Hyänen sind auch draußen. Ich sag mal, in der Kälte. Oh, alter Falter, ey. Hast du die jetzt alle Beete draußen, oder? Alle Beete? Das sind die beiden Babys von Dara. Gerade mal 15 Tage alt. War jetzt die letzten Tage gar nicht draußen, hat die Kiste gar nicht drinnen verlassen. Jetzt hat sie sie entweder mal rausgebracht, jetzt scheint natürlich auch gerade die Sonne. Also die Mütter wissen das ja nur auch am besten einzuschätzen, was jetzt günstig ist für die Kleinen. Na, das eine rennt wieder rein. Okay. Aber das andere Kleine hier, das wird Jörg noch auf Trab halten. Während es Mutter Dara ins Warme zieht, macht sich Jörg auf zu einem, der in seiner Höhle sowas wie Winterschlaf hält. Schon was Frisches reinmachen hier von einem Schlumpi. Der trockene Haufen soll den Löwen also auf Trab bringen. Da braucht man ein bisschen so Auslastung, weil die sind dann oft auch die Tiere, wenn die im Winter viel eingesperrt sind, drinnen sind, sind die immer schon ein bisschen unausgeglichen. Ist ja, der ruft schon, der will eben auch ein bisschen was erleben. Ja, es geht gleich los, groß. Ja, ja, schon klar, der braucht dringend ein Ventil.
Na, komm mal her, Dicker, komm. Na, guck mal. Hä? Hey, mein großer Junge. Na, guck mal, was da ist. Trockenblumen. Für einen Löwen. Die Totenkopfäffchen wohnen im Schlaraffenland. Auf ihrer Insel wachsen nämlich die Früchte des Kalebassenbaums. Seit 1,5 Jahren reifen sie hier. Und jetzt ist Erntezeit. Sebastian Schornat. Na, da verdrückt man sich lieber im Gebüsch. Also die Affen sieht man jetzt gerade nicht so gut, aber hier drüben sieht man sehr schön die Kalebassenfrüchte. Ja, ganz interessante Sachen eigentlich, gerade für uns als Tierpfleger natürlich auch, weil man da auch viel draus basteln kann. Und jetzt kommt die Zeit, wo sie dann langsam richtig nutzbar werden. Und das erkennt man daran, dass sie dann nacheinander runterfallen. Da will ich jetzt mal gucken gehen, ob ich da nicht was erbeuten kann. Na dann auf zur Schatzsuche auf der Insel der Totenkopfäffchen. Na, meine Rabauken. Schauen wir mal, ob wir was finden. So, hier ist der Baum. Muss mal aufpassen, dass keiner runterfällt. Gucken wir mal, ob ich einen finde. Da liegt auch schon einer. Ja, bin ich zufrieden. Ich bleib mal hier nicht so stehen. Weil wenn die Affen jetzt hier rumturnen, dann ist doch die Chance groß, dass sie vielleicht doch mal runterfallen. Und sowas auf den Kopf zu kriegen, ich glaube, ist nicht so günstig. Und die Affen geben es gern. Kalebassen sind kein Leckerbissen. Für sie. Ah, Pelle, das klaue ich dir jetzt, aber das interessiert die überhaupt nicht. Das ist für die Affen was ganz Normales. Sie haben jetzt mitgekriegt, hier komme ich nicht ran. Das ist auch richtig schön fest. Da haben sie gar keine Chance. Da werde ich mich mal dran machen, das gute Ding zu bearbeiten. Mal sehen, wem diese Kugel am Ende gegeben wird. Matadi hat sich umentschieden. Eigentlich doch ganz gut die Gräser. Das ist was, hä? Ja, das ist doch was, um die aufkommende Winterdepression zu bekämpfen. Nein. Immer fester, hä? Ja, man sieht ja eben, was der für Energie auch hat in sich gespeichert, ne? Und die lässt er jetzt natürlich auch raus, ne? Also, genau. Und da kann man das volle Kanne denn geben. Ne? Aber den Magen füllt so ein Heugebinde nicht. Das ist ganz fein, mein Großer, alles fein. Hm? So, mein Spatz, jetzt gibt's was. Jetzt gibt's was zu essen, ja. Rinderrippchen. Ja, da kann der hier schön dran arbeiten. Am Gummiband. So, da können wir dann mal rüberlassen. Ja. Ich lese mal Schatz. Endlich was Ordentliches. Zwischen die Zähne. Jetzt wieder Fisch an der Angel. Ne? Ah, guck mal her, wie der mit welcher Kraft der zieht. Ne? Oh, mit einer Kralle hält er die fest. Ne? Mega. Das strengt ihn ja auch wirklich an. Und das ist auch gut. Das ist ein bisschen eine Herausforderung auch. Und er kann sich mal austun, da hat er wirklich seinen Schlaf dann mal verdient. Ja. Matadi hat seinen Frust erstmal vergessen. Aber Jörg, er muss wieder raus in die Kälte. Hey, Babys. Besucher haben ihm erzählt, dass eins der Jungtiere noch immer draußen ist, auf der Anlage.
Na los, geh's Baby holen, komm. Schnickchen. Und das eine Jungtier ist aber da reingerannt. Aber das andere weiß ich eben nicht, ob es reingerannt ist, bevor ich hier rum war. Und da standen mir einfach Leute an der Scheibe. Da weiß ich nicht, ist das jetzt auch schon reingerannt. Hast du noch eins draußen oder jetzt nicht? Ah, Mensch. Weib. Es ist kalt an hindernden Babys. Wo ist denn das Baby? Hey, Schnecke? Ja, wo ist das Baby? Zuletzt gesehen wurde es. Hinter diesem Stein. Hier darf sich jemand nicht erwischen lassen. Ndugu ruht noch. Aber wer, wenn der wütend wird? Geschafft. Jetzt ist Frau Hoffmann erleichtert. Gerade noch rechtzeitig, denn du musste jetzt aufstehen. Er soll umziehen. Na komm, du, komm, fein, komm. In den Nachbarstall. Na, mein Guter, komm, fein. Komm. Ja. Na komm. Na ja, na was denn du? Ja, das ist James selber. Ich würde sagen, das Ei des Kolumbus ist da. Der Apfel des Nashorns. Ja, es ist unglücklich gelaufen jetzt. Und zum Vorholen sind die Finger zu dick. Na ja, gut, ja, es gibt nachher einen, okay? Frau Hoffmann ist erstmal fertig mit dem Dugu. Und Frank hat zu tun. Zeit, mal im Rest des Stalls nach dem Rechten zu schauen. Und man lässt sich nicht aus der Ruhe bringen hier. Haben eben alle eine dicke Haut. Du, Sarafin, dann, die kannten das ja vom alten Haus durch Herrn Hoffmann. War das ja klar, dass da eine Katze mit rumläuft. Und das aber hat sie bis zum Stemmen. Sie hat am Anfang mal kräftig geschnieft. Das hat aber schon der Luftdruck alleine ausgereicht, dass die Katze weg war. Ja. Mehr war da gar nicht notwendig. Aber mittlerweile, das lernen die ganz schnell. Das ist doch zu klein. Das ist für die nicht interessant oder so. Das, ja. Ja, die Nashörner hat Frau Hoffmann im Griff. Aber jetzt erobert sie sich neues Terrain, den Gang der Geparden. Die Eulenkopfmeerkatzen Anita und Toussaint. Noch schieben die eine ruhige Kugel. Aber das soll sich jetzt ändern. So, die werden dann so aufgehangen. Sebastian hat zwei Kalebassen ausgehöhlt zu einer perfekten Eulenkopf-Meerkatzenbeschäftigung. Fehlt jetzt nur noch die Füllung. Rosinen. Da gibt der Pfleger seinen Affen Zucker. Mal sehen, ob denen das schmeckt. Jetzt könnte es eigentlich losgehen, aber da gibt's noch die hier im Gehege mit Neuigkeiten. Ein Dick-Dick ist ordentlich dick. Das Weibchen ist schon wieder hochschwanger, richtig dicker Bauch. Also Anfang Februar wird es dann soweit sein. Und die ist ja also wirklich, also da kommt ein Jungtier bei ihr nach dem anderen, alle halbe Jahre kann man wirklich die Uhr nachstellen. Das ist schon eine schöne Sache und das zeigt auch, dass die Tiere hier sich wirklich wohlfühlen. Gut, ich glaube, dann werde ich sie mal in Ruhe lassen. War genug Aufregung. Ja. Außerdem wartet ja noch was auf die Affen. Der Schatz der Totenkopfinsel. Ob sie den zu schätzen wissen?
Hier wird immer noch das Hyänenbaby vermisst. An einer denkbar ungünstigen Stelle. Das kann man nicht sehen, nee, das kann man leider nicht einsehen. Wundert mich bloß, dass der Kleine impft oder die Kleine nicht schreit, nicht nach der Mutti ruft. Also schon langsam ein bisschen mehr Sorgen. Ist es wirklich hier draußen? Oder doch längst im Stall? Ich muss dann überlegen, was ich mache. Ich gehe dann lieber aufs Nummer sicher. Aber ich gucke mal. Ich kann da aber nicht mit reinkommen, weil das regt sich schon sehr auf. Obacht, meine Babys. Alles fein, alles gut. Dara! Dara! Da ist bloß ein Tier drin. Mutti hat wirklich ein Baby vergessen draußen. Also wirklich eins draußen, eins schläft drinnen. Und das bei 4 Grad minus. Ja. Da ist guter Rat teuer. Ja, machen kannst du jetzt nicht viel. Ich muss sie einfach selber holen, das Baby. Das ist einfach ein Lernprozess auch. Die muss das selber bringen. Kommst du mal her, Digga, Dara? Nee, komm her, komm. Wo ist denn das Baby? Hm? Was, wenn es unter diesem Stein erfriert? Was machst du denn jetzt? Frau Hoffmann im Gepardengang. Ohne Argwohn. Doch dann... Manchmal sind einem dann doch die Fremden näher als diese Verwandten. Ich glaube nicht, dass ich mit Geparden groß Freunde wird, aber da muss ich auch nicht rein. So, für alle Reviermitarbeiter, Mittagspause. Komm. Ja, würde ich auch. Jetzt gibt's die Raubtierfütterung. Was? Lecker kochen für die Katze. Hm? Ja, Moment. Können Sie ja noch nicht auf Mäusejagd schicken. Da frisst ja eher die Maus die Katze als andersrum. So, guten Appetit. Aber irgendwann muss sie dann was tun für ihr Futter. Deswegen früh so, übt sich. Trainingseinheit, ne? Das Feindbild schon mal mit dazu. Wissen, wo es dann später lang geht. Nach so viel Aufregung. Ein gefundenes Fressen. Und auch ein Du. Hat seinen Apfel noch bekommen. Und Frau Hoffmann, sie hat sich jetzt eine Pause verdient. Sollen ruhig mal die anderen was tun. Die hier haben noch gar nicht angefangen. So, wie schaut's aus? Ja, sind eben vorsichtig, die Helden. Sieht ganz so aus, als würden sie die Kalebassen lieber lassen. Begriffen hat. Und da eben doch grobmotorischer, als ich jetzt gedacht habe. Ja, ich meine, könnten natürlich irgendwie schöner aussehen, aber auf der anderen Seite, es geht ja wirklich darum, dass die Tiere aktiv sind und auch möglichst lange. Ja, und dann geben sie sich doch noch die Kugel.
das hat es doch erst mal gebracht. Man muss immer das Gute sehen. Ja. Na gut, da gehe ich wieder. Ja, und da können die hier noch ein bisschen an ihre Motorik feilen. Bei den Hyänen hat sich immer noch nichts getan. Jörg im Gewissenskonflikt. Das ist eine Scheiße. Es ist wirklich echt blöd, also. Nee, ich werde das einfach so lassen. Meine Überlegung ist jetzt, greifst du ein jetzt hier? Oder überlässt du das quasi der Natur? Na, irgendwo auch. Weil das ist wichtig, die müssen lernen, mit solchen Situationen klarzukommen. Na. Also entweder die haben das gelöst bis morgen früh. Ich kann da bestimmt auch schlecht schlafen heute Nacht. Aber eine harte Entscheidung. Sie hält nicht lange. Das Baby muss rein. Doch solange die Alttiere draußen sind, kann Jörg nicht auf die Anlage. Ich werde mal versuchen, die Mädchen reinzulocken. Da, Herr Kimi. Kommt rein, ihr könnt. Kommt her, ihr könnt. Kimi. Komm hier, komm. Kim. Komm rein, komm. Gib was zu essen. Komm. Jetzt ist die Bahn frei. Endlich kann Jörg das Hyänenrätsel lösen. Das ist eine Scheiße. Da hockt tatsächlich noch ein Baby hier drunter. Ich glaub's ja alles nicht. Das Weibervolk. Alles gut, Baby. So kleine Wonneproppen. Trotz der Kälte wohlauf. Mit schnell wieder zur Familie, die das Kleine anscheinend vergessen hatte. So, so ist fein. Gut, die schlaft schön, ihr Mäuse. So. Jetzt können wir alle ruhig schlafen. Alles gut. Auch kann dieser Tag ja doch noch gut abgeschlossen werden. Am nächsten Morgen. Große Inventur im Aquarium. Jeder einzelne Fisch wird in die Hand genommen. Auch die Kinder der Stumpfkrokodile müssen aufgespürt werden. Er legt den Handschuh. Walter Hinze weiß, wie man es anpackt. Und dem Kroko-Experten entgeht nichts. So sieht das aus. Ob seine Geschwister sich besser verstecken können, das erfahren Sie in der kommenden Woche. Außerdem gibt es traurige Nachrichten aus dem Elefantenstall. Nächste Woche wieder bei Elefant, Tiger und Co. Also bis dann. Tschüss.